Richtig oldschool, ohne Traktionskontrolle und richtig guten Popometer oder doch New School mit Traktionskontrolle und schräglagenabhängiger Slide-Control etc. pp. Das ist ja sehr kontrovers im Internet diskutiert unter den Motorradfahrern oder Motorradrennstreckenfahrern. Ich möchte heute mal so ein bisschen aufzeigen, warum, wieso, weshalb das eine Vor- oder das andere Nachteile hat. Und von dem her würde ich sagen, starten wir rein in das Thema Traktionskontrolle auf einem speziell Supersportler auf der Rennstrecke. Na klar macht das Ganze erst Sinn und es ist auch bei den meisten Motorrädern erst mit viel Leistung verbaut, also sprich bei der 1000er Superbike 200 PS aufwärts oder ein bisschen darunter, je nachdem oder darüber. Und zuerst muss man mal so ein bisschen aufzeigen, was macht denn die Traktionskontrolle überhaupt? Es gibt ja verschiedene Traktionskontrollen. Traktionskontrolle ist hauptsächlich dafür da, um den Schlupf zwischen Hinterrad und Vorderrad in einem gewissen prozentualen Bereich zu halten. Also sprich, dass das Hinterrad nicht recht viel schneller ist als das Vorderrad. Das ist aber trotzdem schneller und der Schlupf, der entsteht beim lediglich schon Stützgas-Gasanlegen in Schräglage, der ist gar nicht einmal so ohne. Also das heißt, es entsteht permanent eigentlich Schlupf ab dem Zeitpunkt, wo du das Gas anlegst. Wenn du in die Kurve hineinfährst und das Gas geschlossen hast und sogar mit Motorbremse vielleicht in die Kurve hineinfährst und Vorderradbremse gezogen oder mit Hinterradbremse, dann hast du sogar Negativschlupf, sprich das Hinterrad dreht sogar langsamer als das Vorderrad. Je nachdem, wie stark das Hinterrad über die Motorbremse oder über die Hinterradbremse mitbremst. Ab dem Zeitpunkt, wo du aber das Stützgas öffnest, und da reicht schon ein kurzes B, hast du eine Raddrehzahldifferenz. Also sprich, das Rad hinten ist schneller als das Vorderrad. Und das ist etwas, was die Traktionskontrolle in erster Linie beachtet. Also die Traktionskontrolle ist ein Computer im Motorrad, der sagt, okay, wir fahren gerade 100 km/h, dritter Gang, 50 Grad Schräglage, 8000 Umdrehungen, Fahrer gibt 8% Drosselklappe. So, dann sagt die Traktionskontrolle, alles klar, 8% Drosselklappe, das ist möglich, aber gehen wir mal auf Nummer sicher, wir geben ihm 5. Aus dem Grund, weil der Schlupf schon ganz ordentlich ist, je nach Schräglage. Umso höher die Schräglage, desto größer wird auch der Schlupf, weil abhängig von der Reifenform des Hinterrads sich die Raddrehzahl des Hinterrads ändert. Und dementsprechend ist die Traktionskontrolle quasi jetzt schon bereit, das heißt, sie kalkuliert, sie rechnet. Das ist auch bei vielen Motorrädern so, wenn ihr auf irgendwelchen Onboards oder beim eigenen Bike die Traktionskontrolle blinken seht, dann heißt das noch nicht, dass die wunderwohl am Regeln ist oder am Eingreifen ist oder sowas, sondern sie rechnet manchmal nur. Das heißt, sie beobachtet den Status und will so ein bisschen dadurch vorhergreifen können, so dass der Fahrer quasi keine dummen Sachen macht. Das heißt zwar nicht, dass ein Motorradfahrer mit Traktionskontrolle nie wieder stürzen kann, siehe am lebenden Beispiel Alami, aber man kann mit der Traktionskontrolle doch einige Stürze verhindern. Das heißt, die Traktionskontrolle versucht immer so ein bisschen voraus zu sein und das macht sie auch sehr gut. Ab dem Zeitpunkt, wo du dann aus der Kurve beschleunigst und Gas gibst, wird der Schlupf am Hinterrad höher und die Traktionskontrolle sagt, Schlupf wird mehr, okay, schauen wir mal. Wir versuchen, dass wir den Schlupf nicht über einen gewissen Peak hinauslassen. Und deswegen fängt die Traktionskontrolle dann an, dir quasi die Drosselklappe immer differenziert zu öffnen. Das heißt, du machst jetzt meinetwegen 50 Grad Drosselklappe, 50% Drosselklappe mit der Gasstellung und die Traktionskontrolle sagt, ich gebe ihm 32. So, und also die Traktionskontrolle versucht quasi, maximal möglichen Schlupf ans Hinterrad zu übertragen. Und das auch speziell die aktuellen Traktionskontrollen machen das sehr sauber. Die ersten Traktionskontrollen oder manche Nachrüst-Traktionskontrollen, die waren da nicht so filigran. Die haben teilweise Stop-and-Goes drin gehabt oder so Ruckler oder so. Also das war natürlich nicht gut, weil das auch dementsprechend Unruhen ins Fahrwerk hat gebracht. Aber aktuelle Traktionskontrollen, die bringen keine Unruhen mehr. Das ist so super smooth. Das ist schon gut. So, jetzt könnte man sagen, oder die kontroverse Diskussion ist ja immer, ja, ich bin auch oldschool, ich spüre, wenn das Hinterrad slidet und ich habe das unter Kontrolle, der hier am rechten Griff. Ja, das kann man unter Kontrolle haben und das macht auch durchaus Sinn, dass man das beherrscht. Speziell Enduro-Fahrer, Motocross-Fahrer, da ist das natürlich sehr simpel, weil der Grenzbereich früher kommt, dafür sehr breit ist. Also eine Enduro im Schotter übers Hinterrad zu driften, das ist
sehr einfach für viele Fahrer. Und da macht das auch durchaus Sinn, dass man da mal ein Gefühl dafür entwickelt. Auch geht das mit dem Superbike auf der Rennstrecke mit Slicks. Das funktioniert. Jetzt ist aber die Frage, was ist denn schneller oder was ist denn tendenziell besser? Und da möchte ich mal ein paar Beispiele aufgreifen. Ich bin der Meinung, dass so ein Toprak, meiner Meinung nach einer der besten Superbike-WM-Fahrer, die wir je hatten und aktuell haben, durchaus in der Lage ist und wäre, ein Superbike ohne Elektronik permanent am Haftungsabriss quer zu fahren, ohne dabei sich umzubringen. Das traue ich dem zu und das wird auch so sein. Die Jungs in der BSB beweisen das ja immer. Also British Superbike fährt ja tendenziell ohne Traktionskontrolle. Das heißt, die können damit umgehen und können damit so fahren, dass sie sich nicht jeden Tag ins Ausschießen. Dementsprechend heftige Slides sieht man auch, also wirklich richtige Quersteher und so weiter. Das heißt, das ist möglich und klar zeichnet das auch einen guten Fahrer aus, der das beherrscht. Die letztendliche Frage ist allerdings, was macht denn jetzt eigentlich schneller? Und da muss ich so ein Beispiel aufgreifen mit dem Beispiel des durchdrehenden Rads bei dem PKW im Winter. Wenn du zum Beispiel am Berg wegfahren willst oder in einen Berg hineinfährst, und das hat man immer, sobald das Rad durchdreht, hast du keinen Vortrieb mehr. Also sobald der Schlupf zu stark ist oder zu stark ausschlägt, ist kein Grip mehr vorhanden. Und da ist es sehr schwierig, weil fährst du über dieses Fenster hinaus, ist es schwer, wieder in das Gripfenster hineinzufahren. Das heißt, du musst tendenziell wieder Gas wegnehmen, bis der Schlupf wieder geringer wird und der Grip wieder entsteht. Und dann erst kannst du weiter beschleunigen. Das heißt, du solltest eigentlich nie in dieses Fenster hineinfahren, dass das Rad richtig anfängt durchzudrehen. Und genau da ist die Krux beim Superbike mit 200 PS oder roundabout 200 PS. Wenn du im zweiten, dritten Gang aus Kurven raus beschleunigst und in ein Schlupffenster hineinkommst, dann geht das in der Regel relativ schnell, dass das Hinterrad anfängt zu spinnen und auch überspinnt. Also wirklich so ein richtiges Rupp, ne? Also wie so eine Enduro im Schotter. Das geht, das ist möglich. Das Problem ist, ab diesem Zeitpunkt, wo du das merkst, entweder akustisch, dass deine Drehzahl hochgeht oder in Form vom Popometer, dass du merkst, das Motorrad geht in einen Sideways Drift, musst du korrigieren. Das heißt, du musst das Gas, darfst du nicht schließen, sonst fliegst du, aber du musst zumindest halten oder minimal fädeln, damit du wieder in das Schlupffenster kommst. Das Problem ist, das dauert sehr lange, bis du das merkst und bis du reagierst und bis du dann vor allem wieder den Schlupfbereich erreichst, in dem der Reifen wieder anfängt, Grip zu generieren. Und erst dann kannst du wieder beschleunigen. So, und die Traktionskontrolle, vor allem eine aktuelle, sehr schnelle Traktionskontrolle, die ist dir da Welten voraus. Weil die merkt den prozentualen Anteil des Schlupfs, der Schlupfdifferenz von Hinterrad zu Vorderrad, so früh, das merkst du nicht. Auch wenn du es kontrollieren könntest und du auch in der Lage wärst, ohne dich dabei umzubringen, trotzdem wirst du wahrscheinlich nicht so schnell sein wie die Traktionskontrolle. Und man sagt immer so schön, wenn der Reifen mal spinnt, dann spinnt er. Diese Thematik ist zum Beispiel in Rennstrecken, wo der Grip tendenziell schlechter ist, hat man herausgefunden, dass man einfach schnellere Rundenzeiten mit mehr Traktionskontrolleneingriffen erreichen kann. Das ist nicht unbedingt eine Seltenheit, sondern da wird bewusst mit Traktionskontrollen eingegriffen, damit der Reifen nicht zu sehr spinnt und damit nicht zu viel Temperatur aufbaut. Weil wenn ein Reifen stark spinnt, dann erhitzt sich der Reifen stark an der Oberfläche. Und dadurch wird er im Endeffekt auf kurze Zeit zu heiß und dementsprechend droppt der Grip massiv über eine kurze Distanz von 1, 2, 3 Runden. Und genau aus dem Grund versucht man, diesen Schlupfbereich immer im maximal möglichen zu haben. Und das geht nach Adam Riese am besten mit Traktionskontrollen. Aber bewusst, ja, mit aktuellen und sehr guten Traktionskontrollen. Damalige alte Nachrüst-Traktionskontrollen waren einfach noch nicht so weit. Da war der Moment, bis die Leistung wieder freigegeben war, teilweise zu lange. Die Rechnungszeit war zu lange. Stichwort Rechnungszeit ist natürlich auch ein Faktor, da die Traktionskontrolle, wie am Anfang gesagt, eine Art Computer ist. Und dieser Computer braucht Werte. Sprich Raddrehzahl vorne, hinten, Schräglage, meinetwegen Gang, Motordrehzahl und vielleicht noch Querbeschleunigungskräfte, wenn er denn als Gyrosensor das messen kann. Und anhand, oder Drosselklappenstellung und so weiter. Und anhand diesen
Werten errechnet die Traktionskontrolle die Werte. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Fahrer sehr viel Bewegung in der Gashand hat und schon sehr viel selbst fädeln will und sagt, dann muss die Traktionskontrolle immer hinterherrechnen, weil du machst innerhalb von einer Sekunde 23 verschiedene Werte mit deiner Gasstellung. Von 35 Grad Prozent Drosselklappe zu 50% Drosselklappe kann relativ viel passieren. Das heißt, die Traktionskontrolle kriegt ständig neue Werte, die sie quasi berechnen muss. Das ist einfach ein computertechnischer Prozess, der halt manchmal auch dauert, speziell bei den Älteren. Und das ist auch der Grund, warum die aktuellen sehr schnell sind, weil die Computer einfach besser werden und die Errechnung der maximal möglichen Schlupfdifferenzen einfach schneller funktioniert und dadurch man am Ende des Tages mit aktuellen Traktionskontrollen auch wirklich, wirklich schneller ist. Ich habe das Phänomen schon an eigener Haut erlebt, zum Beispiel in Brünn. Da wurde Grip, ja, er ist nicht mehr so, wie er vielleicht vor 10 Jahren dort war, aber ich habe das eigentlich ganz gut gehandelt mit einer sehr guten Traktionskontrolle, die ich bei der Honda eben angepasst habe und tendenziell dort sehr viel Traktionskontrolle fahre und quasi den Reifen damit wahnsinnig schon und auch schneller war. Das Ganze hat mir übrigens sogar auch ein Patrick Hobelsberger bestätigt, der dort ja 202 oder irgend sowas, oder 201, glaube ich sogar, gefahren ist letztes Jahr, also 2023. Also, tut es nicht unterschätzen. Auch klar, fahrerisch ist das natürlich, finde ich das persönlich auch geil, wenn jemand das ohne Traktionskontrolle im Griff hat und kontrollieren kann. Was die Rundenzeit anbelangt, wird man wahrscheinlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mit Traktionskontrolle schneller sein. Also, schreibt es gern in die Kommentare, diskutiert mit über das Thema Traktionskontrolle. Schneller, ja, nein, vielleicht. Wer ist der bessere Fahrer? Ich würde mich freuen. Seid natürlich nett zueinander. Gibt es im Video einen Daumen hoch. Abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen.